Ist gut. Ist so fein. Nummer zwei. Ist so fein. Siehst du. Auch die Mama wird unruhig. Ja, fein. Weil ich mir wegen Vergleich, weißt du? Das ist ein Junge. Ja. Das ist der, guck mal. Mit der Brille hier. Ja. Das war uns nicht merken. Ja, fein. Guck mal, wie das ist. Ja. Guck mal, wer hier ist. Guck mal, alles ihr klar? Kennt euch. Alles fein? Alle Chicky. Der Junge ist ruhig, ja. Naja. Du weißt doch, Mädels, die können noch öfter rumzicken. Ja. Und Männer bockig sein. Siehst du mir in die Sicht, jetzt scheißt du gleich, wa? Ja. So, na gut, setzen wir wieder hin, ja? Das wird auch Mutter Julia freuen. Zumal sie Alleinerziehende ist und die ganze Verantwortung für die Kleinen trägt. Aus der glücklichen Brillenbärenfamilie, auf die sich die Tierpfleger gefreut haben, ist nichts geworden. Nur die Mama kann Brüderchen und Schwesterchen beschützen. Den Vater gibt es nicht mehr. Die Tragik bei dem Ganzen war ja gewesen, unser Zuchtmann, der Juan, der ist letztes Jahr im Sommer gestorben, als es so wahnsinnig warm war. Hat er Kreislaufkollaps und epileptische Anfälle gehabt und ist dann gestorben. Und hat sich aber an Julia sozusagen noch verewigen können. So, jetzt hat sie sich beruhigt. Ist immer die morgendliche Aufregung, aber daran muss er sich gewöhnen, dass er wenigstens einmal am Tag an die Jungen rangehen und gucken. Mhm. Aber du siehst ja, ist ja voll drüber weg. Ja, ja. Das ist kurze Aufregung und das war's. Weil Michael Horn und Detlef Balko eben nette Kerle sind.